Hallo zusammen, wir bauen heute so einen leuchtenden Stehtisch. Die verbauten Sensoren reagieren auf Berührung und auf Flüssigkeiten in irgendeinem Behälter. Das Brett kann mittels solcher Klammern an einem Stehtisch befestigt werden oder selber auf eigenen Füßen stehen. Geladen wird der interne Akku über diese USB-Buchse. Hier nochmal etwas besser ausgeleuchtet. Mit dem Schalter kann das Ganze eingeschaltet werden. Der äußere Ring leuchtet immer und dient als Standby-Beleuchtung. Die leuchtenden Waben sind aus Epoxy und in Verbindung mit dem Eichenbrett ein wahrer Eyecatcher. Solltet ihr das Ganze nachbauen wollen, kann ich euch nur meine Etsy-Seite empfehlen. Hier gibt es für kleines Geld die komplette Fusion-Datei mit der kompletten Konstruktion und allen Verfahrwegen. Damit erspart ihr euch sehr viel Arbeit und unterstützt mich ein wenig. Vielen Dank dafür. Sollte euch das Thema noch näher interessieren, kann ich euch nur den zweiten Teil empfehlen. Aber jetzt starten wir erstmal mit der Fertigung. Wir starten mit dem Rohmaterial. Ein 26 mm starkes Eichebrett, 630 x 630 mm. Auch das Werkzeug ist schon eingespannt, ein 8 mm Schrupffräser. Nun wird noch X, Y und Z definiert und dann kann es auch schon losgehen. Nachdem die Kontur gefräst wurde, geht es weiter mit den Taschen für das Epoxy. So sieht das gute Stück nun aus. Als nächstes folgt die Nacharbeit. Nun wird noch mit so einer kleinen Säbelsäge der dünne Boden entfernt. Der Boden ist so dünn, dass das Ganze ohne Druck erfolgt. Als nächstes wird mit Panzertape für das spätere Epoxy eine Schalung gemacht. Warum ich das mache, erkläre ich später. Nun folgt die erste Epoxy-Schicht. Es handelt sich hierbei um klares Epoxy. Die Mengenangaben findet ihr in der Beschreibung. Ganz wichtig hierbei ist auch die Schalung mit zu versiegeln. Es müssen auch die Wände versiegelt werden und das macht man am besten mit solchen leichten Auf- und Abbewegungen. Weiter geht's mit der finalen farbigen Deckschicht. Auch hier findet ihr wieder die Mengenangaben in der Beschreibung. Mit dem Vakuumerzeuger der CNC werden die Luftblasen entzogen. Die Mischung konnte ein paar Minuten ruhen und so sieht es fertig aus. Und deswegen rein damit. Kommen wir zu der Funktion der Schalung. Es ist leicht, das blaue Epoxy abzuplanen, anstatt das ganze Holz. Deswegen geben wir etwas mehr davon. Und damit es nicht austritt, haben wir die Schalung angebracht. Und genau damit machen wir jetzt weiter. Mit der Planoperation. Es wird das Koordinatensystem definiert und dann kann es auch schon losgehen.
eine Riesensauerei. Deswegen arbeite ich ganz gerne mit einem Absaugschuh. Nur für das Video habe ich es weggelassen. So sieht das gute Stück aus und nun folgt noch eine kleine Phase. Aber das machen wir mit der Oberfräse. Ich will das Video nicht unnötig in die Länge ziehen, deswegen mache ich das noch fertig und dann machen wir mit der Unterseite weiter. Die Unterseite. Wir drehen das gute Stück um und müssen dabei achten, es genau zu positionieren. Es kommt wieder ein 8mm Schrubbfräser zum Einsatz, aber dieses Mal mit einer etwas kürzeren Schneide. Wir starten mit der ersten Stufe für das spätere Plexiglas. Hier sieht man die Tasche für den späteren Akku. Den müssen wir perfekt ausrichten, deswegen drehen wir jetzt das ganze Brett. Die eben gezeigten Punkte müssen perfekt in einer Linie liegen und deswegen muss viel gemessen und ausgerichtet werden. Allerdings muss hier erwähnt werden, dass die zukünftigen Versionen dieses Problem nicht mehr haben. Es gibt zwei Orientierungslaschen und deswegen entfällt das Ganze. Aber dazu später mehr im zweiten Teil. Nachdem das Brett perfekt ausgerichtet wurde, erfolgt eine kleine Testfräsung. An dem dünnen Holzsteg am Epoxy kann man sehen, wie perfekt die Ausrichtung getroffen wurde. Ich muss zugeben, es nicht erwartet zu haben, es gleich beim ersten Versuch so perfekt zu treffen. Die Ausrichtung ist top, das Koordinatensystem sitzt, also kann es nun weitergehen. Mir ist bewusst, dass man in keine laufende Maschine greifen sollte. Ich muss nur immer wieder die Späne absaugen, damit ihr etwas sehen könnt und das Video spannend bleibt. Deswegen weise ich darauf hin, dass jeder selbst für seine Sicherheit zuständig ist. Wir sind fast fertig. An dem Epoxy sind noch ganz leichte Holzrückstände zu sehen. Deswegen fahren wir die Konturen nochmal ab und entfernen die. Zu guter Letzt noch die Bohrungen für die Einschraubmuttern und die kleinen Taschen für die Füße. Kommen wir zur Elektronik. Hier können wir sehen, was wir alles benötigen. Ich werde auf jedes einzelne Teil eingehen. Wir starten mit den Einschraubmuttern. Das machen wir am besten mit so einer Ratsche. Es ist ganz wichtig dabei, es möglichst senkrecht zu machen, damit die Einschraubmutter nicht verkantet wird. Als nächstes wird die Ladebuchse mit der kleinen Schutzkappe und der Taste eingesetzt. Kommen wir zu den Verbindungsbrücken. Die müssen etwas bearbeitet werden. Es muss nämlich eine Ader entfernt werden. Wenn man so eine Verbindungsbrücke auf die Platine steckt, ist es die Ader, die zur Platinenmitte zeigt. Hier bei mir im Beispiel lila. Die Farbe kann etwas variieren. Und diese Ader gilt es abzutrennen. Die wird uns beim späteren Verlegen nur stören. Für die Montage werden neben handwerkliches Geschick noch Fachkenntnisse benötigt. Es müssen Leitungen gelötet werden und ein Schaltbild interpretiert werden. Thank you.
Als nächstes werden die Platinen eingesetzt. Es gibt keine besondere Ausrichtung zu beachten. Wir starten die Heißklebepistole und lassen sie warm werden. Währenddessen können wir das mitgelieferte USB-Kabel präparieren. Es wird in der Mitte durchgetrennt und so nah wie möglich am Stecker abgemantelt. Wir haben in der Akkutasche nicht besonders viel Platz, deswegen benötigen wir diese Flexibilität. Als nächstes wollen wir die Platinen fixieren. Hier ist die Antenne zu sehen. Die darf keinen Spalt zum Holz haben. Deswegen muss beim Montieren die Platine fest gegen das Holz gedrückt werden. Falls man nicht so lange warten möchte wie ich, kann man das Ganze mit Kältespray etwas beschleunigen. Als nächstes folgt der LED-Streifen. Wir entfernen die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband und stecken den Stecker in die Platine. Normalerweise ist die Klebekraft vom Klebeband völlig ausreichend, um das Ganze kurzzeitig zu fixieren. Ich hingegen scheine eine schlechte Charge erwischt zu haben, deswegen muss ich das so mit den Fingern halten. Hat am Ende aber auch ganz gut funktioniert. Hier in der Nahaufnahme, wie es dann fertig aussieht. Alle LED-Streifen sind verlegt und nun kommen wir zu diesen Brücken. Dazu setzen wir einen ganz kleinen Klecks Heißkleber, platzieren diese Brücke mittig und drücken das Ganze gut an. Auch hier kommt wieder das Kältespray zum Einsatz. Und weil es so schön war, machen wir es gleich nochmal. Einen kleinen Klecks setzen und die Brücke mittig festkleben. Mittig ist es nur deswegen, damit man die Leitungsüberstände perfekt auf beide Module verteilen kann. Damit sich die Leitungen nicht aufstellen, müssen auch die fixiert werden. Dabei gibt es aber eigentlich nichts zu beachten. Dieser Schritt hingegen ist ganz wichtig. Die ganzen Heißklebereste müssen entfernt werden, weil die sonst zwischen Plexiglas und Holz liegen würden und so eventuell beim Plexiglas Wellen erzeugen. Es ist in gewisser Weise eine Fummelarbeit, aber man hat den Dreh sehr schnell raus. Ich habe mich hier für ein LED-Band mit einer Silikonlippe entschieden, um das Licht besser zu streuen. Allerdings verfälscht das ganz leicht die Farbe, deswegen wirkt es leicht türkis und nicht blau. Bei den nächsten Modellen werde ich es wahrscheinlich anders machen. Übrigens hat das Band eine Länge von 1,8 Meter. Nun muss das Ganze noch verkabelt werden. Hier jeden Schritt einzeln zu zeigen, würde den Rahmen komplett sprengen und das Video unnötig in die Länge ziehen. Deswegen zeige ich das hier auf diesem Schaltbild. Ich habe versucht, es so einfach wie nur möglich zu zeichnen. Wir starten hier beim Akku. Bei dem Akku ist auch ein Kabel dabei, nämlich ein USB-A auf USB-C Kabel. Das müssen wir, wie schon vorher gezeigt, in der Mitte durchzäunen und abisolieren. Die grün-weiße Leitung wird von beiden Enden abgeschnitten. Als nächstes kann man hier die Ladebuchse sehen. Die Ladebuchse wird einfach mit dem roten Kabel von dem Ladestecker verbunden. Genauso mit der schwarzen Leitung. Schwarz auf schwarz, rot auf rot. Der breite USB-A-Stecker ist die Ausgangsseite von der Powerbank. Mit der schwarzen Masseleitung gehen wir an diesen Kontakt von dem Schalter. Der Schalter hat vier Kontakte. Einmal diese zwei hier, das ist die Betriebsspannung der LED, um den Ring leuchten zu lassen. Und diese zwei hier, das ist der Schließerkontakt vom Schalter. Hier ist dabei darauf zu achten, dass die schwarze Leitung an den Kontakt geht, der mit einem Minus gekennzeichnet ist. Und von diesem Kontakt gehen wir auch weiter an die LED-Module. Von dem USB-A-Stecker, also der Ausgangsseite, gehen wir mit der roten Leitung an einen Schließerkontakt vom Schalter. Nach dem zweiten Schließerkontakt gehen wir mit einer Leitung auf diesen Kontakt, der mit einem Plus gekennzeichnet ist.
und wie hier zu sehen ebenfalls an die LED-Module. Außerdem gehen wir von diesem Kontakt mit einer Leitung auf diesen DC-DC-Wandler. Wie der Name schon erahnen lässt, verändert dieses kleine Modul die Spannung. Es handelt sich hierbei um einen Step-Down-Regler, das heißt die Eingangsspannung von 5 Volt wird runter transformiert. Mit diesem kleinen Putty kann man einstellen, um wie viel. Und natürlich muss das kleine Modul ebenfalls mit der Masseleitung verbunden werden. Die Montage möchte ich euch trotzdem nicht vorenthalten, deswegen hier im Schnelldurchlauf. Die Module bekommen das erste Mal ihre Betriebsspannung und werden getestet. An der Stelle muss ich sagen, ein tolles Gefühl. Die Module das erste Mal leuchten zu sehen. Weiter geht es mit dem DC-DC-Wandler. Abschließend wird mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher die Ausgangsspannung vom DC-DC-Wandler eingestellt. Man darf es nicht zu hell einstellen, weil sonst zu viel Strom fließt und die Powerbank ausgeht. Ist aber nicht schlimm, denn ein leichtes Glimmen ist völlig ausreichend. Und somit ist auch die Elektronik abgeschlossen. Hier kann man sehen, wie ich schwarzes Epoxy einfülle. Das hat mehrere Gründe. Zum einen wollte ich die Holzrisse damit schließen und zum anderen wollte ich die Statik verbessern, indem ich einfach das Ganze auffülle. Mit dieser Aktion wird es irreparabel zu einer Einheit, aber diesen Preis bin ich bereit zu zahlen. Machen wir weiter mit der Rückwand. Es kommt eine Kompaktplatte zum Einsatz, besser bekannt als HPL aus dem Baumarkt. Nachdem der Nullpunkt bestimmt wurde, kann der 0815 Zweischneider auch schon loslegen. Es wird die Kontur gefräst, die Akkutasche und die Bohrungen für die späteren Halteklammern. Die gespiegelte Gravur macht bei einer HPL-Platte natürlich keinen Sinn, aber der Fehler ist mir erst ganz zum Schluss aufgefallen. Deswegen drehen wir das Ganze um und machen nochmal eine schöne Gravur. Wie schon oft gezeigt, müssen die Bohrlöcher nun komplett durchgebohrt werden und mit einem Senker versenkt werden. Die Idee mit den Halteklammern habe ich erst sehr, sehr spät gehabt. Deswegen müssen die Bohrungen jetzt händisch gemacht werden. Natürlich wurde das bei der nächsten Version schon berücksichtigt, aber dazu mehr im zweiten Fusion-Teil. Die Bleche stammten aus dem Baumarkt und mussten noch etwas nachgearbeitet werden. Nachdem die Füße montiert wurden, kann auch die Platte montiert werden und so sieht es fertig aus. Wir sind am Ende angekommen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und ob ihr es euch vorstellen könntet, nachzubauen. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.